Chimoto. Okay. Sierra Robada. Och ja klar, hier ist ein Pain Spray und ein Ammunition Lieferant. Obwohl, das kann ich eigentlich gut gebrauchen. Von Pain Spray werde ich danach brauchen. Ah, natürlich ist der Weg hoch auf der anderen Seite. Boah, hier komme ich doch überall nicht hoch. Och, sag mir nicht, dass jetzt... Obwohl, hier könnte ich eigentlich hochkommen. Ich darf nur nicht ins Wasser fallen. Och, fickt euch doch nicht im Ernst. Shit, hier komme ich nicht hoch. Aber runter komme ich. Da, und das ist gar nicht so schlecht, wenn da der Pain Spray ist. Essen gibt's ja auch gleich. Alter, hier gibt's echt alles. Und ich muss mich jedes Mal quälen, wenn ich was brauche. Okay, auf jeden Fall jetzt nicht ins Wasser fallen. Das wäre schon mal geschafft. Ich glaube, ich muss die Kurve hier nehmen. Naja, sieht richtig aus, weil hier komme ich höher. Boah, hoffentlich klappt es auch direkt danach aufs Motorrad runter und gib ihm Pain Spray. Und Ammunition wäre gut, weil die Schutzweste werde ich glaube ich auch direkt verlieren, wenn... Oh, ficken Heli. Wird direkt auf mich geschossen oder kann ich sneaky versuchen? Nee, sneaky macht keinen Sinn mit einem Motorrad! Ja, ich versuche mal, das ein bisschen zu umfahren mit dem Motorrad. Okay, das Motorrad kann ich eigentlich hier parken. Kann ich hier das Motorrad nehmen, es runter jumpen. Okay, der FBI guckt nicht auf mich. Ich hab... Oh fuck, sie haben mich entdeckt. Alter! Ach, so eine Mission ist das. Fickt euch. Ja, mach ich nicht. Ihr habt's gesehen, ich habe auf den Markierten, nenne ich ihn mal. Ich wollte eine Beleidigung aussprechen, aber das lassen wir mal. Ich habe auf den Markierten ein paar M4-Schüsse gegeben und das sind alles Headshots gewesen. Und ich spiele ab und zu mal Counter-Strike, wie ihr wisst. Er müsste tot sein. Toter, Töter, Toter als tot. Was ist die Steigerung von Tod? Töter oder Toter? Ich kann mit dem Ding aber auch nicht schießen. Das Gute ist, er auch nicht. Das Schlechte ist, er kann seine Leute warnen. Vor allem, warum hat er einen lackierten und ich habe nur so... Obwohl, meine ist auch lackiert, aber halt in beige. Also, Altherren-Heli. Digga, ich habe einen eigenen Flugplatz. Von der Area 69. Nein? Oh, ich will nicht wieder sterben. Ein Schuss von den scheiß Abwehrsystemen, die ich nie deaktiviert habe und boom, tot. Und wie soll das jetzt enden? Er macht einen Fehler, explodiert und... Hä? Ich kann nicht schießen. Oh, das Baseballstadion. Fliegerskills, auch mal gestiegen, geil. Lass mich raten, er landet beim Sexshop.
Oder auf einem Hotel, das wäre geil. Ich würde dieses Bam-Bam-Bam-Bam. Alter, boah, das war gar nicht so schlecht, was der da gemacht hat. Aber es war nicht gut genug. Was du kannst, kann ich auch. Oh, Digga. Ich hatte doch einen Fallschirm. Ach, die Zielperson ist tot und hat das Beweisdossier fallen lassen. Schnapp es dir, bevor ein anderes tut. Ja, geil. Gratulation, du hast das Beweisdossier. Ja, warum man da jetzt fliehen musste und warum ich auf jeden Fall hier runter noch springen musste, weiß ich jetzt auch nicht, aber okay. Samuel! Carl, you get that dossier? Yeah, I got the files. What you want me to do with them? We need to meet up someplace quiet and take care of things. There's a ghost town, Las Brujas in the Devil's Castle. You know it? Yeah, I'll find it. I know you will. I'll see you there. Carl. Natürlich kenne ich den Scheißort. Kann man hier irgendwo was essen? Ich habe auch auf diesen Dächern ein bisschen Angst, weil irgendeine schlecht programmierte Kante und tot. Warte, da ist die Autobahn. Da ist der Sexshop. Ich wusste es. In der Nähe vom Sexshop. Okay. Harakiri. Dass das klappt. Okay. Den kann ich jetzt nicht. Okay, immerhin. Was wollte ich sagen? Hier. Scheiß die Wand an. Mir fällt. Fallschirme kann man nicht mehrmals benutzen. Klingt plausibel, weil die muss man ja auch jedes Mal einpacken und Vorrichtung und bla. Ihr wollt mich doch nicht. Da ist doch der Burgershot. Bei Autobahn. Autobahn, Burgershot. Und da stand wieder der Fagio davor. Ah, geil. Aber schön, ich habe fast nichts von der Schutzweste verloren. Das ist cool. Which delicious meal would serve? Which delicious meal? I hope you enjoy your meal. Nein, tue ich nicht, aber halt die Fresse. Ich hoffe, er versucht mich jetzt nicht abzuknallen, wenn ich ihm die Dokumente gebe. Weil normalerweise macht man das so mit Leuten, die etwas wissen. Man knallt sie ab. San News. Okay, jetzt muss ich wieder an den gleichen Punkt in der Wüste, wo ich so ziemlich. Obwohl, ist das das dritte Mal, dass ich jetzt dahin muss? Glaube ich. Einmal auf jeden Fall mit dem Wagen in die Garage, erinnere ich mich, wo ich die Sterne verloren habe. Einmal mit den Briten auch. Und ich meine auch noch einmal mit der Truth, aber ich weiß nicht mehr genau wegen was. Also müsste es das vierte Mal jetzt sein, dass ich dahin fahre, um eine Mission zu beenden. Woohoo! Jawohl. Der gute alte Flugplatz ist immer noch da. Hat die 80.000 zwar nicht wieder reingebracht, aber ich habe ein Jetpack. Das ist natürlich auch so ein Problem, das mit dem Jetpack ist zwar geil, aber so richtig mörderschnell bist du damit auch nicht unterwegs. Muss ich jetzt hier abbiegen oder später? Ich glaube hier. Mit dem Jetpack bist du auch nicht so mörderschnell unterwegs. Und wenn du es willst, musst du erstmal hierher. Das ist auch nicht so geil. Aber es ist ein Jetpack. Auf den Friedhof möchte ich nicht landen. Hier,
In dieser Garage haben wir ein Auto abgestellt, die Mission beendet und gut war. Boah, wehe, mein Motorrad wird hier, verschwindet hier. Hi, du... Oh Gott, das hört sich nicht gut an. Bitte sag mir, ich habe die M4 ausgewählt. Pulaski, Hernandez. Carl, hope we didn't keep you waiting, Holmes. No, I was just chilling. I bet you were. At the dossier? Hand it over. Hey, everything cool now? I don't know, Carl. Eddie? Our boy's done good. Was habt ihr jetzt mit Hernandez? You vato asshole! You sold us out! Time to dig, Carl. You take care of things. Huh? Where are you going? To get drunk and get laid. You got a problem with that? No, Frank, relax. Frank? Okay. Good. I'll see you back at the precinct. And I'll see you in the next life, Carl. Ich glaube, wir werden uns davor schon sehen, Junge. Kann ich nicht einfach Pulaski abknallen? Junge, wird dein Arm nicht langsam müde? That's good. That's deep enough for two. Eddie, Tenpenny just using you. He's using all of us. Ja, gut, lenk ihn ab. Shut the fuck up, scum! And it's Officer Pulaski to you! Fucking die! Hat er ihn gerade erschossen dabei auch noch? Och, komm, nicht schon wieder. Ich muss ihm erst mal folgen. Buh, buh, buh. Es waren auch genug Schüsse, um den kalt zu machen. Och, komm. Junge, lass mich. Ja, das frage ich mich auch gerade, Karl. Das frage ich mich auch. Pulaski flieht. Ja, nein. Wird er schon entkommen? Nee, ist er nicht. Ja, Digga, ich kann was, was du nicht kannst. Oh, dreh dich um. Warum lispelst du so? I always had a thing for her. Tenpenny and I got some great shots of her and her burial boyfriend going at it like a couple of horny chihuahuas. Man, does she put out like a pro. Whoa, okay. Du willst sterben. Screw you, Pulaski. I know what you're trying to do, and you ain't gonna crawl inside my head. I ain't kidding. The best thing that I ever done. Carl, you should have seen your mom before she was buried. Ooh, ja. Der will sterben. Don't fucking talk about my mom. The boys, you know, they fooled around with her at the scene. You know, touching her, joking around and shit. Fuck you, Pulaski. Fuck you. Alter Digga. Kann ich dich nicht einfach... Warte auf den Tank, hieß es ja im... Wo ist denn der jetzt hin? Ist er durch das Haus gefahren? Nein, der flieht nicht. Also doch, er versucht zu fliehen, aber er kommt nicht. Och, komm. Ich kann auch hupen. Ach, ja. Wie auch immer der da durchs Haus gekommen ist, aber... Hey, none of my business. Obwohl, eigentlich ja mein... Okay, nicht Business. Ich weiß halt nicht wirklich, wie ich den mit diesem Fahrzeug hier wegficken soll. Ein bisschen schwierig. Obwohl ich... Ach komm. Dann joggen wir halt. Guck, siehst du, Fett geht schon runter. Ja, okay, mit meinem Motorrad hätte ich den auch nicht. Okay, der Wagen ist schon besser als mein Motorrad.
Stimmt schon. M4. Die ist direkt. El Castello del Diablo. Hi nun. Si, si. Nochmal. Bom, 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 bom. Oh, ich hab einen Stern. Ich hätte nicht schießen sollen. Okay, ich hab's verstanden. Vielleicht kann ich den jetzt von der Klippe einfach hier so. Alter, zum Glück hat der Wagen so viel Grip. Ja, Tenpenny war sehr, sehr gut zum Verfolgen die Polizisten jetzt Pulaski? Ich meine, ich würde es geil finden. Momentchen. Natürlich müssen genau da die Bullen sein, ey. Stecken alle unter einer Decke. Alle. Okay. Hernandez ist ja gerade gestorben, also so viel zu alle unter einer Decke. Nee, ich kann nicht aus dem Wagen raus, sonst flieht er wieder. Oh, leck mich. Leck mich. Och, komm. Das ist doch nicht der... Ich muss den doch irgendwie zum Brennen bekommen. Oh nee, ich kann jetzt nicht aussteigen. Okay, jetzt hätte ich aussteigen können. Junge, du schadest deinem Wagen nur mehr als meinem. Die Polizei. Junge, bist du besoffen? Du nimmst auch keine Kurve halbwegs gescheit. Hattet ihr das nicht im Polizeitraining? Ich habe Police Academy gesehen, also ich weiß, wie es bei euch abläuft. Oh shit, mein Motor qualmt aber auch schon. Fuck, ich muss es versuchen. Okay, das muss genug sein. Mein Motor qualmt auch schon. Shit. Automatisches Anvisieren. Oh, ich sollte vielleicht nicht so nah an ihm stehen. Shit, ey. Ich stand direkt vor seinem Tank. Wo ist der jetzt schon wieder verschwunden? Ach, ihr wollt mich, manchmal wollt ihr mich wirklich verarschen. Oh, natürlich ein Polizist. Mann. Jetzt? Och komm. Junge, mein Wagen! Och komm. Dann nehme ich halt deinen. Er ist ein bisschen massiver. Ah, man. Shit, er entkommt. Doch nicht? Der Wagen ist zu massiv, den kann ich nicht lenken. Zum Glück fährt der Junge aber auch im Kreis. Ja klar, überfahrt mich alle. Ich nehme einfach dein Auto. Na, wie gefällt dir das?
Ich kann auch mit einem Polizeiauto rumfahren. Immerhin qualmt er jetzt. Immerhin qualmt der Wagen jetzt. So. So, Junge. Jetzt kommt die Gerechtigkeit. Any last requests? Yeah. Can I fuck your sister? You an asshole to the end. Punk motherfucker. Und weißt du was? Ich klaue euch noch deinen Wagen. Da steht noch Pulaski drauf. Der gehört jetzt mir. Dann fahre ich nicht mal in Pain Spray, den werde ich mir einfach so speichern. Gott im Himmel. Ich hoffe, ich fahre hier. Doch, das müsste eigentlich stimmen. Ich will zu meinem Flugplatz, um mir den Wagen zu saven. Ja, ganz ehrlich, guck mal, da steht sogar Pulaski drauf. Moment mal. Nee, ich muss da. Shit. Ich muss da auf die andere Seite. El Castillo del Diabolo. Hier. So, Pulaski, wie gefällt dir das jetzt? Kommt davon, wenn man die Fresse immer so aufreißen muss. Ja, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Ich habe einen Heli hier. Wieso kann ich denn nie... Seit wann habe ich einen Heli hier? Die Garage ist ein bisschen schlecht positioniert, aber komm. Sogar rückwärts einparken. Guck, Pulaski, was hast du davon? Ach, Tenpenny. Hello? You've hung yourself to dry, I know it. Rosenberg? Yeah, soon to be wearing concrete shoes in a shallow grave in the desert, Rosenberg. I'm surprised you remember. Look, I ain't forgot y'all, man. Just hang in there. Easy for you to say. This Salvatore guy might whack me at any moment. Okay. Ja, dann würde ich mal hier eine Pause machen, nochmal das Geld abholen. Wie viel? 1000. Ach komm, ey. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Kommentare gern gesehen und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann. Ade.